Hallo, ich wollte mal ein Update zu meinem What's in my Bag machen. Das habe ich ja schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Erstmal seht ihr hier gerade meinen Haarunfall. Wenn ihr mich auf Instagram oder Twitter, Facebook irgendwie verfolgt oder so, dann wisst ihr, was passiert ist. Aber die werden wieder schwarz gemacht. Oh Gott, ich mache nie wieder Experiment. Nie wieder. Okay. What's in my bag? Also ich habe einmal normal meine Handtasche, aber da ist nicht so viel drin. Und dann habe ich halt am Elektrorollstuhl noch so eine Tasche, deswegen ist das halt beides What's in my bag. Fange ich jetzt mal mit meiner Handtasche an. Also vorne sind zwei Fächer, da habe ich dann halt mein Handy drin. Und in dem anderen Fach habe ich mein Astor Lip-Dingen, das mache ich immer mal so drauf, wenn ich unterwegs bin und gerade keinen Lippenstift drauf habe, dann mache ich den hier. Dann, was habe ich hier noch drin? Ja, OBs. Ja, muss man ja auch haben, ne? Ja, sind ein paar OBs. Dann ein Feuerzeug. Dann kommen wir zum Hauptfach. Da habe ich einmal hier so ein Täschchen von Liebeskind. Da habe ich Perso und Schwerbehindertenausweis drin. Ja. Oder halt irgendwie noch so ein paar Dokumente. Wenn ich irgendwie ein Rezept vom Arzt oder so habe, dann packe ich das da mit rein. Meine iPhone-Kopfhörer. Die Hunde sind gerade auf Terrasse. Komm mal her! Kleines! So. Was habe ich noch hier drin? Eine Handcreme schmeiße ich auch mal rein. Also das ist jetzt die von meinem Schreibtisch. Aber ich greife dann irgendwo ein und schmeiße dann eben rein. Dann, ja, das ist auch sehr intelligent von mir, dass ich meine Sonnenbrille auch einfach immer so in die Tasche reinschmeiße. So, meine Ray-Ban. Dann natürlich mein Portemonnaie, den Riesenklopper. Dann war ich auch bei der Post, weil ich ein Paket bekommen habe und habe das dann ausgepackt. King, herkomm. Komm rein. Komm. 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 Ihr macht nur Theater draußen. So. Und ich habe Post bekommen von Caudalie und zwar ein Parfüm. Ich habe ja schon öfter mal von diesem Caudalie Öl Divine gesprochen und ich liebe das Öl, ja, und auch diesen Geruch. Caudalie hat mich erhört und hat jetzt ein Parfüm von diesem Duft rausgebracht und es ist so, oh, das riecht so schön sommerlich. Herrlich, ich bin ganz, King, komm rein, komm, die waren echt gut. Muss man sagen. So. Sitz. Ja, also das habe ich in meiner Tasche. Dann, weil das kann man mal so eben so schön sprühen. Taschentücher, weil es ist Pollenallergiezeit. Bei mir fängt es jetzt an. Also ist seit Wochenende. Ja, ganz toll. War ich auch heute gleich beim Arzt und habe mir Medikamente verschreiben lassen. Dann habe ich Kleingeld in der Tasche. Dann habe ich ein Hygienespray, wenn ich irgendwo was auf Toilette oder sonst irgendwas, dann habe ich immer was dabei. Ja, Haargummis, ein paar. Kaugummis, immer dabei. Linus, komm. Komm wieder rein. Komm, zack. Zack, komm. So, fein. So, dann wäre das große Fach fertig. Jetzt habe ich noch ein hinteres Fach. Da habe ich einmal so feuchte Tücher. Und ein Lippenstift. King, komm auch wieder rein. Komm wieder zurück. So, Sitz. Ein Chanel-Lippenstift. Ein
nude-farbigen. Keine Ahnung, warum der da ist, aber egal. So, das wäre jetzt die große Tasche, die ist jetzt entleert. Linus, komm zurück. Zurück, sitz. Sitz. So, jetzt kommen wir zu meiner kleinen Tasche, die am Rollstuhl hängt. Da haben wir vorne einmal so ein kleines Fach, da mache ich meistens immer den Schlüssel rein. Und da fällt Geld gerade runter. Und da habe ich auch nochmal zwei Lippenstifte. Einmal ein Armani Nude und einmal, den ich heute drauf hatte, den Party Parrot von MAC. Das wäre der hier. So, Party Parrot, den hatte ich heute drauf. Und dann habe ich hier noch eine Parfümprobe von, oh mein Gott. Es riecht so toll, ich muss es haben. Und zwar von Victor und Rolf, das neue Bonbon. Oh, das riecht so toll. King, komm rein, komm. King, King, King. So. Die waren echt gut, also muss man ja mal sagen, ne? Also, egal. Dann habe ich hier noch ein Fach, das ist das hier. Da habe ich auch immer so Lippenprodukte, einmal Benidora Anja, ein richtig tolles Rot. So. Dann von Maybelline. Diese Nude-Reihe. Die hier. Dann ein Rivalde Loop XXL Lip Volume. Dingens. Dann noch ein MAC Lippenstift. Und zwar ist das der Dear Diary. So ein langanhaltender, dezenter Pinker. Ja. Das wäre das Fach jetzt. Und jetzt kommen wir zu dem großen Hauptfach. Da habe ich zum Beispiel immer auch mal das Parfüm drin, was ich gerade aktuell an dem Tag benutze. Das ist jetzt hier das neue Alien. Total toll. Wirklich ein super, super schöner Duft. Dann haben wir hier eine Haarbürste, eine kleine. Kugelschreiber. Werkzeug. Oh, hier ist alles so Krimskrams. Nochmal OB. Dann, was haben wir hier noch? Tattoo-Creme. Kann man ja auch immer gebrauchen, ne? Geld. Und das war's, glaube ich. Ich glaube, ein altes Kaugummi ist dann noch. Und ja, das wäre dann halt jetzt so das Hauptfach. So. Das wäre jetzt mein What's in my bag. Und die Debbie hat auch eins gedreht und wenn ihr mal sehen wollt, was sie in ihrer Handtasche hat, dann kann ich ihr Video mal unten in die Infobox verlinken. Dann schaut mal bei ihr vorbei und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann nächstes Mal. Nächstes Mal denke ich vielleicht schon wieder mit schwarzen Haaren oder so, mal gucken. Ja, dann würde ich mal sagen, genießt das schöne Wetter und bis dann. Tschüss.